zweiten Video berichte ich über das Nutzen von Biogas in Kristianstad. Ich stehe hier vor dem Rathaus in Kristianstad. Wie alle anderen öffentlichen Gebäude in Kristianstad ist das Ausgangsprodukt zum Heizen und für die verwendete Elektrizität erneuerbar. Und zum größten Teil sind es Abfälle der Lebensmittelindustrie. Die Provinz Skåne hatte das Ziel, bis zum Jahre 2020 100% erneuerbare Energie zu nutzen. Das beinhaltet Heizen aller Gebäude, wie Rathäuser oder Schulen, die Straßenbeleuchtung und auch alle Fahrzeuge der Städte, wie Busse oder des Abfallmanagements. Da Kristianstad durch die gute Anbaubedingungen zu den wichtigsten Lebensmittelherstellern in Schweden zählt, bietet sich in dieser Region Biogas sehr gut dafür an. Hinter mir befindet sich das zentrale Fernheizwerk der Region. Hier werden Holzpellets und Biogas zu Wärme umgewandelt. Die hier produzierte Wärme wird in ein unterirdisches Netzwerk von Heizungsrohren gespeist. Diese versorgen die gesamte Stadt mit Wärme. Diese Art zu heizen ist deutlich effizienter, als wenn jedes Gebäude einzeln mittels eines Boilers beheizt werden muss. Das verwendete Biogas kommt von einer großen Biogasanlage in Kaperlund, außerhalb von Kristianstad. Neben dem Heizen und der Stromversorgung wird das Biogas auch als Treibstoff für Busse und städtische Autos benutzt. Dafür muss das Gas mittels Wasser und Druck verbessert werden. Dabei wird der Anteil des Kohlenstoffs reduziert und der Anteil des Methans auf 97% erhöht. Biogas hat eine deutlich geringere CO2-Last beim Verbrennen als andere Treib- oder Heizstoffe. Hinzu kommt, dass es Teil eines Kreislaufs ist, welcher Gülle, Nahrungsabfälle und anderen natürlichen Abfall als Input benutzt und Treibstoff, Elektrizität, Wärme und Dünger für den erneuten Nahrungsanbau als Output hat. Faszinierend an der Biogasnutzung in Kristianstad finde ich, dass die lokalen Gegebenheiten optimal genutzt werden. So kann jede Region ihren eigenen Weg finden, das Klima zu schützen.